Kapitel 32 0519 Stunden 30. August 2552 militärischer Kalender. UNSC Pillar of Autumn Rand des Epsilon-Eridiani-Systems. Etwas stimmte nicht. John fühlte es zuerst in seinem Magen. Eine leichte Beschleunigung, die dann zu so einer starken Drehung wurde, dass er sich mit den Beinen abstützen musste. Die Pillar of Autumn wendete. Jeder andere Spartan im Frachtraum fühlte es ebenfalls. Sie hörten damit auf, ihre Ausrüstung auszupacken oder die Cryo-Röhren auf die Reise vorzubereiten. Die Bewegung nahm ab und hörte auf. Die Triebwerke der Pillar of Autumn dröhnten wie Donner durch die Hülle des Schiffs. Kelly lief auf John zu. Ich dachte, wir würden für den Slipstream beschleunigen. Das dachte ich auch. Fred und Joshua sollen weiter die Röhren vorbereiten. Linda soll mit meinem Team unsere Ausrüstung sichern. Ich finde heraus, was los ist. Ja, Sir! Der Master Chief marschierte zum Intercom. Wenn Captain Keyes gerade mit einem schwierigen Manöver beschäftigt war oder den Feind angriff, konnte er keine Störung gebrauchen. Er drückte auf den Knopf. Cortana, wir haben den Kurs geändert. Gibt es ein Problem? Statt ihrer Stimme hörte er jedoch Captain Keys Stimme. Captain Keys an Spartan 117, er antwortete. Hier, Sir. Es gibt eine Planänderung, sagte Keys. Er machte eine lange Pause. Das lässt sich einfacher von Angesicht zu Angesicht erklären. Ich bin gleich bei Ihnen, Keys Ende. John drehte sich um. Und die anderen Spartans kehrten zu ihren Aufgaben zurück. Wer keine bestimmte Aufgabe hatte, überprüfte die Waffen und die Ausrüstung. Sie alle jedoch hatten den Captain gehört. Die Empfänger in ihren Anzügen nahmen ein Flüstern in hundert Meter Entfernung wahr. Und niemand musste den Spartans sagen, dass es Probleme gab. John aktivierte den Monitor neben dem Intercom. Die vordere Kamera zeigte dass die Pille auf Autumn tatsächlich gewendet hatte. Die Sonne von Reach füllte die Mitte des Bildschirms aus. Sie flogen zurück nach Reach. Stimmt da etwas nicht mit dem Schiff? Nein, in diesem Fall wäre Captain Keyes nicht persönlich zu ihnen gekommen. Es gab ganz offensichtlich einen Haken. Die Fahrstuhltüren öffneten sich und Captain Keyes betrat den Raum. Captain on deck. Rief der Master Chief. Die Spartans nahmen Haltung an. Stehen Sie bequem, sagte Captain Keyes. Der Ausdruck auf seinem Gesicht verriet, dass er mit seinen Gedanken woanders war. Er spielte wieder mit der antiken Pfeife, die der Master Chief schon bei ihm oft so oft bemerkt hatte. Etwas Schwerwiegendes ist geschehen, sagte Keyes. Er sah zu den anderen Spartans. Lassen Sie uns unter vier Augen reden sagte er leise zum Master Chief. Er ging zum Monitor neben dem Intercom. Sir, sagte der Master Chief, die Spartans werden Sie nur dann nicht hören, wenn Sie das Deck verlassen. Keith sah die Spartans an und hob die Augenbrauen. Ich verstehe. Nun gut, dann erfährt Ihre Einheit eben jetzt schon alles. Ich weiß nicht, wie Sie Reach gefunden haben. Sie haben ein Dutzend Welten der inneren Kolonien passiert, um hierher zu gelangen. Sie sind hier und wir müssen etwas unternehmen, Sir. Sie? Die Allianz. Er aktivierte das Intercom. Cortana zeigt die letzte Nachricht mit Alpha Priorität an. Die Nachricht erschien auf dem Bildschirm und ein Master Chief begann zu lesen: United Nations Space Command Nachricht mit Alpha Priorität. 0459 2Z83 Verschlüsselungscode Rot. Von Admiral Roland Fremont, kommandierender Flottenoffizier, Kommandant von Fleetcom Sektion 1, UNSC-Dienstnummer 00745 16778 HS. An alle UNSC-Kriegsschiffe in den Reach-, Jericho- und Tantalus-Systemen. Betrifft sofortigen Rückzug. Klassifizierung geheim. Allianzpräsenz am Rand des Systems Reach auf relativen Koordinaten 030. Alle UNSC Kriegsschiffe erhalten hiermit den Befehl, alle Aktivitäten zu stoppen und sich sofort zum Treffpunkt Solo zu begeben. Alle Schiffe sollen sofort das Call-Protokoll einleiten. Datei Ende. Cortana hat mit den Sensoren der Pillar of Autumn Schiffssignaturen aufgefangen, sagte Captain Keyes. Wegen der elektrischen Störung weiß sie nicht, wie viele es genau sind, aber es fliegen mehr als 100 außerirdische Schiffe auf REACH zu. Wir müssen dorthin, wir haben unsere Befehle. Die Mission der Sektion 3 ist abgeblasen. Abgeblasen, Sir? John hatte noch nie gehört, dass eine Mission eingestellt wurde. REACH ist unser strategisches Hauptquartier und unsere größte Schiffswerft. Wenn die Werft fällt, Reduziert sich Dr. Holseys Prophezeiung über das Ende der Menschheit von Monaten auf nicht einmal mehr Wochen. Normalerweise hätte der Master Chief einem vorgesetzten Offizier nicht widersprochen. Aber dieses Mal hielt er es für notwendig: Sir, beide Missionen schließen sich nicht unbedingt aus. Captain Keyes zündete seine Pfeife an und verschießte damit gegen drei verschiedene Vorschriften auf UNSC-Schiffen. Nachdenklich blies er den Rauch hinaus. Was wollen Sie damit sagen, Master Chief? 100 außerirdische Schiffe, Sir. Wenn man die Macht der Flotte und die orbitalen Waffenstationen rund um Reach bedenkt, wird es bald ein funktionsuntüchtiges Schiff geben, das meine Einheit besetzen kann. Captain Keyes dachte darüber nach. Es werden auch hunderte Schiffe aufeinander feuern: Raketen, Atombomben, Plasmatorpedos der Allianz. Bringen Sie uns nur nahe genug heran, sagte der Master Chief. Wenn Sie ein Loch durch die Schilde schlagen, damit wir bis zur Außenhülle kommen, erledigen wir den Rest. kies kaute auf seiner Pfeife herum. Er nahm sie aus der Hand. Es gibt technische Komplikationen bei Ihrem Plan. Cortana hat den Tesla auf der Pille auf Autumn eingeleitet. Wir haben unsere eigene KI, aber bis wir sie aktiviert und vorbereitet haben, könnte die Schlacht bereits vorbei sein. Ich verstehe, es, Sir. Captain Keyes sah den Master Chief einen Moment an und seufzte. Wenn wir ein beschädigtes Allianzschiff finden, wenn wir nahe genug herankommen und wenn wir bis dahin nicht in Millionen Trümmer zerschossen werden, dann und nur dann übertrage ich Cortana an Sie. Ich habe schon Schiffe ohne KI geflogen. Captain Keyes gelang ein schwaches Lächeln, aber es verschwand rasch. Ja, Sir. Wir erreichen Treffpunkt Zulu in 20 Minuten, Master Chief. Bereiten Sie Ihr Team bis dahin vor. Auf alles, Sir. Er salutierte. Captain Keyes erwiderte den Salut und betrat den Fahrstuhl. Er zog an seiner Pfeife und schüttelte den Kopf. Der Chief wandte sich an seine Kameraden. Sie alle unterbrachen ihre Tätigkeiten. Ihr habt es alle gehört. Es geht los. Fred und James, ihr stattet einen der Pelicans neu aus. Holt euch das gesamte C-12 und setzt einen Sprengsatz auf den Bug. Wenn Captain Keyes ein Allianzschild ausschaltet, müssen wir uns vielleicht einen Weg ins Innere springen. Fred und James antworteten: Ja, Sir. Linda, stell ein Team zusammen und verteile die Ausrüstung, die Oni uns in den Kisten mitgebracht hat, so schnell wie möglich. Jeder muss einen Schubdüsenantrieb, genügend Munition, Granaten und Raketenwerfer haben. Sollten sie vorhanden sein wenn wir an bord gelangen, begegnen uns vielleicht wieder die gepanzerten alien typen. dieses mal will ich genug feuerkraft, um sie auszulöschen." "ja, sir." die spartans bereiteten sich auf die mission vor. der master chief ging auf kelly zu. "über den privaten kommunikationskanal," sagte er, "kiste 13 enthält laut lieferschein drei havok nuklearminen hol sie. ich habe die aktivierungskarten. bereit sie auf den transport vor." "bestätigt." Sie machte eine Pause. Der Master Chief konnte ihr Gesicht hinter dem verschwiegelten Helm nicht sehen, aber er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie sich Sorgen machte. Sir, sagte sie, ich weiß, dass diese Mission hart sein wird, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass das wie bei einer von Chief Mendes Missionen sein wird? Dass es einen Trick geben wird, den wir übersehen? Ja, antwortete der Master Chief. Und ich warte darauf.